Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um ein paar Booktuber-Geheimtipps von mir. Ja, ich dachte mir, bei all diesen negativen Stimmungen, die es in letzter Zeit auf Booktube irgendwie gab und die ich vielleicht zum Teil auch einfach selbst gespürt habe und auch so manchen Vlog darüber gemacht habe, dachte ich mir, bevor man immer das Negative sucht und sich darin vielleicht aufregt oder sich darüber Gedanken macht, ja, möchte ich einfach mal die tollen Dinge von Booktube zeigen und darüber sprechen und möchte heute eben einfach so 5 tolle, neue oder etwas unbekanntere Booktuber vorstellen, die ich aber toll finde. Und ja, ich habe somit 5 Leute einfach mal angefragt, ob sie Lust hätten, ja, hier mitzumachen. Und es waren wunderbare Gespräche mit dabei, was mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich möchte aber nicht einfach nur über die Person reden, sondern lasse alle 5 selbst zu Wort kommen. Und die Reihenfolge ist komplett egal. Also es ist jetzt nicht, dass ich den einen lieber mag als den anderen. Ich finde alle 5 toll, alle 5 klasse. Und ich finde einfach, dass sie noch viel mehr Abos verdient hätten, viel mehr Zuschauer, mehr regen Kommentare, Austausch unter den Videos. Und ja, wenn ja, sie euch jetzt sozusagen sympathisch sind, dann klickt direkt mal in die Infobox. Da kommt ihr natürlich zu den Kanälen und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Geheimtipp. Mein erster Geheimtipp ist die liebe Miriam vom Kanal MJ Liest. Ja, eigentlich war sie ursprünglich lange, lange Zeit nur eine Zuschauerin, mit der ich auch einen regen Kommentaraustausch hatte. Und wir hatten schon in Zeiten, wo sie nur Zuschauerin war, auch schon Bücher gemeinsam gelesen und uns da wunderbar ausgetauscht. Und Anfang des Jahres hat sie dann einfach beschlossen, es sieht einfach so lustig aus, sag ich mal, und es macht so viel Spaß, in dieser Community zu sein, und hat dann auch angefangen, Videos zu drehen, auch im Booktube-Rahmen. Es ist ein bisschen gemischt da auf ihrem Kanal, man findet da auch allerhand anderes, und ich denke, sie kann euch einfach mal sich selbst vorstellen und wünsche euch viel Spaß bei der Vorstellung von Miriam. Hallo, ich bin Miriam vom Kanal MJ Liest. MJ Liest deshalb, weil meine allerliebsten Freunde mich tatsächlich MJ nennen. Das ist ein Spitzname, der irgendwann im Laufe der Jahre aus Miriam geworden ist, und liest, weil ich einfach unheimlich gerne lese. Und wenn ich nicht lese, dann spreche ich trotzdem gern über Bücher oder kaufe welche oder beschäftige mich mit meinem Sub oder. Ich liebe es auch, Booktube-Videos zu schauen. Ich bin ja ein großer Fan einiger Kanäle und ich schaue sehr, sehr gerne und habe dann überlegt, ich möchte einfach auch selber mit euch über die Bücher sprechen, die mich wirklich im Herzen berühren könnten und die mir nicht aus dem Kopf gehen. Auch über die, die einem vielleicht nicht so gut gefallen haben. Ich möchte einfach euch daran teilhaben lassen, was mich in Bezug auf Bücher so beschäftigt. Ich habe lange überlegt, welches Buch ich hier in diesem kleinen Abschnitt als Lieblingsbuch präsentieren möchte, und habe mich dann, das zeige ich euch einmal als Screenshot auf dem iPad, ich habe das nämlich als E-Book gelesen, auch ein kleiner Random Fact, ich lese sowohl, wie man hier so um mich herum sieht, Printausgaben als auch E-Books und höre auch sehr, sehr gerne Hörbücher. Eins meiner absoluten Favoriten ist dieses wunderschöne Exemplar Lieblingsmomente von Adriana Popescu, das stellvertretend dafür steht, dass ich einfach Bücher mag, die einen mitten ins Herz treffen und die einen vielleicht am Ende sogar ein paar Tränen verdrücken lassen. Genau, es gibt noch unheimlich viele andere Kandidaten, die jetzt hier hätten gezeigt werden können. Und ich habe es einfach ein bisschen durchs Zufallprinzip gemacht, denn wie jeder Buchverrückte habe ich natürlich mehrere Lieblingsbücher. Was ich auch sehr liebe, ist zum einen meine kleine Tochter, die mittlerweile 5 Jahre alt geworden ist. Ich treffe mich sehr gerne mit Freunden. Ich gehe gerne gut essen. Ich liebe Sushi. Ich mag gerne indische und thailändische Küche. Ich mag total gern Fußball. Ich bin ein riesen Hannover 96-Fan. Ich bin ein Serienjunkie, ich bin verrückt nach Homeland, nach House of Cards. Mein absoluter Favorit ist Bluebell. Bluebell ist ganz, ganz tief in meinem Herzen verankert, und da meine ich die Serie Heart of Dixie. Und ja, das ist so das, was mich ausmacht. Ich bin auch ein bisschen klamottensüchtig, ich gehe auch gerne mal zu DM. Auch das gibt es das ein oder andere Mal bei mir zu sehen, wobei
ja, wir uns hauptsächlich natürlich mit Büchern beschäftigen und das ist der Kanal MJ Liest. Bei Miriam, ja, wie ihr gemerkt habt, mag ich einfach das Strahlen, was sie im Gesichte hat. Und sie ist so ein glücklicher und optimistischer Mensch wie ich selbst. Und es ist immer wieder schön, mit ihr gemeinsam Bücher zu lesen, sich über Bücher, über das Leben einfach auszutauschen, über Dinge, die wir einfach im Alltag tun. Es ist da eine kleine Freundschaft entstanden. Und ich finde einfach ihre herzliche Art, ihre optimistische Art, ihre freundliche Art, ja, die strahlt so besonders. Und ich finde einfach, ja, da müssen einfach ein paar mehr vorbeigucken, um eben das Strahlen ja weiterzutragen. Und ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass dieses Video hier dazu ein bisschen beiträgt. Ja, die zweite Booktuberin ist Lena vom Kanal Lenas Welt der Bücher. Eine YouTuberin, die ich noch gar nicht so lange selbst verfolge. Ich habe sie immer mal in meinen Kommentaren gesehen. Wir hatten Kommentaraustausch. Aber irgendwie sind wir dann nach einem Vlog von mir irgendwie mehr ins Gespräch gekommen. Und ich habe dann auch entdeckt, oh ja, sie macht ja sogar Videos und habe mich dann durch sehr viele Videos von ihr gesuchtet und ja, das spricht natürlich nur für die liebe Lena. Und mittlerweile haben wir auch schon ein Buch gemeinsam gelesen, wir haben sehr viel privaten Austausch auch neben den Büchern und es ist auch hier einfach, dass ich sage, Menschen, die einfach so von innen strahlen, die tun auch mir einfach gut und die nehmen mich eben auch mal wieder und ziehen mich mit nach oben, wenn es mir vielleicht auch einfach mal an einem Tag nicht so gut geht und ja, so ein lieber Mensch ist auch Lena und auch hier natürlich ihr kleines Vorstellungsvideo. Hallo zusammen, ich bin Lena vom Kanal Lenas Welt der Bücher und ja, ich wollte mich ganz gerne hier mal vorstellen. Ja, mein Kanal ist wie gesagt Lenas Welt der Bücher. Ich habe auch einen Blog, der genauso heißt. Mir macht es einfach Spaß, über Bücher zu reden, aber auch darüber zu schreiben. Und ja, ich mache YouTube mit viel Begeisterung, weil ich Bücher einfach liebe. Ich liebe es zu quatschen. Und ja, ich lese von den Genres her sehr breit gefächert. Ich lese ja vor allem Jugendbücher im Bereich Fantasy, Liebesromane, aber auch Dystopien, so in diese Richtung. Da bin ich halt, also das ist halt wirklich das, was ich am häufigsten lese. Ich lese aber auch unheimlich gerne zum Beispiel New Adult, ein ganz, ganz tolles Genre, das unheimlich viel Spaß macht. Dann lese ich aber auch ab und zu mal einen historischen Roman. Da heißt, da findet man auch dann das ein oder andere Buch hier auf dem Kanal. Und seit neuestem findet man auch viel im Bereich Horror, sprich Stephen King, Richard Layman, Pessa Verlag und ähnliches. Also ich lese wirklich von bis, also von einfach nur seichte, lockere Liebesgeschichte bis zu, ja, knallhart, blutigem Horror. Mir macht einfach alles unheimlich Spaß. Ich liebe diese Abwechslung und ich hoffe, ich kann das auf diesem Kanal ganz gut rüberbringen. Ja, neben Büchern ist auch eine, ja, etwas, was ich sehr gerne mag, sind Serien und Filme, vor allem bei Filmen Walt Disney. Ich bin mit Walt Disney aufgewachsen. Ich liebe einfach Walt Disney Filme. Und auch bei Serien habe ich so die ein oder andere Lieblingsserie auf jeden Fall. Und da ist in Zukunft auch geplant, dass ich da das ein oder andere dann auch mal vorstelle. Ja, ansonsten, was meine Lieblingsbücher, ich sag mal so das Klassische auf jeden Fall, so Harry Potter bin ich halt auch mehr oder weniger mit aufgewachsen. Ich bin eher mit den letzteren Teilen aufgewachsen als mit den ersteren, da ich Jahrgang 94 bin. Ja, und ansonsten, ich lese so viel, so gerne. Kerstin Gier finde ich großartig, ihre Frauenromane, ihre Fantasy-Bücher, aber auch, ja, so diverse Horror-Autoren wie Sebastian Fitzek. Also, ja, mein Kanal ist bunt gemischt, man findet bei mir alles, was Spaß macht, hoffentlich. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut und, ja, danke Steffi für diese Möglichkeit hier und tschüss! Aktuell ist die liebe Lena zwar im Umzugsstress und ich wünsche dir auch auf diesem Wege ganz viel Kraft und Spaß beim Umzug und dass ihr bald in eurer neuen Wohnung seid. Aber bald wird es dann auch neue Videos von ihr geben und da dürft ihr dann auf jeden Fall gespannt sein. Schaut auf jeden Fall bei Lena mal vorbei. Sie stand auch zum Zeitpunkt des Videos, wo ich es drehe, noch kurz vor den 1000 Abonnenten und vielleicht kriegen wir das zeitnah gemeinsam einfach in den vierstelligen Bereich. Das würde, denke ich, nicht nur Lena freuen, sondern auch mich und
ihr habt natürlich hier dann auch eine wunderbare Neuentdeckung vielleicht gemacht und ja, könnt weiterhin tolle Videos von ihr dann auch genießen. Die Booktube-Welt ist bestimmt sehr dominiert von Frauen. Ich glaube tatsächlich, dass es mehr Booktuberinnen gibt als Booktuber. Und deswegen ist es wichtig, ja, die männliche Fraktion auch ja, hier willkommen zu heißen und ja, sie mit in die Reihen aufzunehmen. Und ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht mehr viel zu Thorsten sagen von Totoliest, ein Booktuber, der mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Humor, mit sehr speziellem Geschmack seine Videos gestaltet, was ich aber unglaublich toll und erfrischend finde. Es ist einfach mal etwas anderes. Man spürt hier wirklich die Leidenschaft und die langjährige Leseleidenschaft, die Thorsten an den Tag legt, und das macht mir einfach unglaublichen Spaß, da mit dabei zu sein, wenn er seine Challenges oder Ähnliches zeigt und ich einfach immer diesen einen Funken dabei ja, spüre und denke, ja, irgendwie ist das cool und irgendwie macht das Spaß, und gerade dieses Spezielle, ja, das lässt einen bei jedem Video einfach euphorisch davor sitzen und denken, oh, was kommt heute? Und natürlich darf sich auch Thorsten vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Thorsten. Und da dieser Name total sch** ist, heißt mein Kanal auch anders. Also mein Kanal heißt nicht anders, sondern mein Kanal heißt Toto Liest. Ich freue mich sehr, dass Steffi mir heute die Gelegenheit gibt, einmal kurz meine Kanalstruktur vorzustellen. Und zwar erwarten euch auf meinem Kanal Toto Liest die folgenden Formate. Das Gästeformat kommt sonntags ab 8 Uhr. Es heißt Challenge Toto. Hier versuche ich in 5 Minuten so viele Zuschauerfragen zu beantworten, wie ich schaffe. Das zweite Format hat nichts mit Büchern zu tun, sondern ist mein Fotoformat. In der Regel kommt montags um 8 Uhr eine neue Ausgabe von Totos Bilderbuch unter verschiedenen Themen: Mallorca, Münster und Münsterland, Tierfotografie und so weiter und so fort. Ein weiteres Format sind meine Specials. Aktuell läuft gerade das Stephen King Special, denn ich bin ein riesengroßer Stephen King Fan. Aber ich habe auch schon mal ein Special zu Zeitreisegeschichten gemacht oder ein Special zu meinen Lieblings-Schwarz-Weiß-Thrillern. Dann gibt es natürlich jede Menge Text und auch eine Katze. Rezensionen zu Büchern gibt es regelmäßig in meinem Format Zwei Bücher, meine Meinung. Außerdem erwarten euch einmal im Monat ein Lese-Update und ein Sub-Update und natürlich der Monatsrückblick, in dem ich auf gelesene Bücher, abgebrochene Bücher, Serien und Filme eingehe. Wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich oft meine Kamera mit und mache dann anschließend für euch ein Follow Me Around. Wenn ich mich hinsetze, in Ruhe lese, dann ist meistens eine Tasse Kaffee dabei. Wenn ihr mich live erleben wollt, dann schaltet BookTube Live ein, dem BookTube Live Event, dem Hangout von Phil und Carina. Da werde ich in jeder Ausgabe den Moderatoren und den Kandidaten ein paar Fragen stellen. Also, ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und ihr schaut mal bei meinem Kanal vorbei. Ich würde mich über ein Abo sehr freuen und über jede Menge Kommentare. Und ja, freue mich auf ein Siedersehen. Und freue mich auf ein Wiedersehen mit euch. Und Steffi, dir, ne? Schönen Dank. Tschüss. Die vierte Booktuberin ist ja ein Geheimtipp gewesen, den ich auch erst vor etwas kürzerer Zeit erhalten habe. Und zwar die liebe Nina von It All Started with Harry. Und ja, als ich sie dann endlich entdeckt habe sozusagen, musste ich mich auch durch ihre Videos klicken. Denn sie ist auch so ein kleiner Sonnenschein, sie strahlt, sie hat eine unglaubliche Leidenschaft bei ihren Videos. Wenn sie über Bücher spricht, egal ob diese gut oder schlecht sind, da nimmt sie einen einfach mit und man hat wirklich
das Gefühl, man macht es in einem Vier-Augen-Gespräch sozusagen und man fühlt sich immer dabei, man fühlt sich immer mit einbezogen als Zuschauer und auch in den Kommentaren und auch der Austausch über Facebook ist hier wirklich wunderbar und es macht einfach immer wieder Spaß, wenn ich ein Video von ihr in der Infobox, nein, nicht in der Abo-Box entdecke, da drauf zu klicken, weil ich weiß genau, ich darf dann mitstrahlen und ich mag solche Strahlmenschen einfach unglaublich gerne, weil ich einfach für mich selbst auch denke, dass ich so in diese Richtung zu 95% des Tages sozusagen gehöre. Und ich mag es, wenn ich strahle und der Gegenüber strahlt und wir dann beide einfach die Welt vielleicht einen Hauch schöner für uns machen, weil wir einfach beide strahlen. Aber überzeugt euch einfach selbst von der lieben Nina. Hallo, ich bin Nina vom Kanal It All Started With Harry. Ich bin seit Oktober 2015 dabei, das heißt, ich habe bald meinen Kanalgeburtstag. Und ja, die liebe Steffi hat mich gebeten, euch etwas über mich zu erzählen. Als allererstes möchte ich euch mein Lieblingsbuch vorstellen, was mir gar nicht so einfach gefallen ist, denn das Problem kennt wahrscheinlich jeder, der Bücher liebt. Was ist dein Lieblingsbuch? Ich habe mich dazu entschieden, euch als mein Lieblingsbuch Harry Potter und der Feuerkelch zu zeigen. Ich habe das leider nicht da, deswegen blende ich euch das hier mal ein. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe es bestimmt schon 10-mal gelesen. Ich bin absoluter Harry Potter Fan. Wie man vielleicht von meinem Namen, also meinem Kanalnamen auch schon erahnen kann, liebe ich Harry Potter über alles. Und der vierte Teil ist mein absoluter Lieblingsteil. Ich liebe das Trimagische Turnier und Harrys Probleme, die sich während des Turniers halt auftun. Und ja, mein absolutes Lieblingsbuch. Aber ganz dicht dahinter kommt auch schon Lady Midnight von Cassandra Clare. Eine weitere Lieblingsautorin von mir und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, ein Cassandra Clare Buch zu lesen, weil die sind einfach nur fantastisch. Neben dieser ganzen Lesegeschichte, also Bücher sind natürlich mein allergrößtes Hobby, schaue ich auch unheimlich gerne Serien und Filme. Wenn ich jetzt anfangen würde, euch meine Lieblingsserien aufzuzählen, müssten wir ein separates Video machen, weil da gibt es unheimlich viele. Zu meinen Lieblingen, mit der auch alles angefangen hat, zählt auf jeden Fall OC California und Gilmore Girls. Ich liebe es, aber ich bin auch absolut für How to Get Away with Murder und Orange is the New Black zu haben. Und an Filmen gucke ich eigentlich auch alles. Ich liebe die Marvel-Filme und ja, natürlich die Harry Potter Filme und Herr der Ringe, das, was halt alle Leute gerne mögen, mag ich halt auch super gerne. Und ein weiteres Hobby von mir ist mein Hund, der leider bei meinen Eltern ist, weil ich den hier in meiner Wohnung nicht halten kann. Und ja, wenn ich meine Eltern besuche, bin ich immer mit dem Hund unterwegs und bin gerne mit dem draußen in der Natur und gehe mit dem spazieren und mache Spielchen mit dem. Und ja, ich liebe meinen Paul über alles. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ein kleiner Input zu mir. Wenn ich euch sympathisch bin und ihr Lust habt, mal bei mir vorbeizuschauen, bin ich sicher, verlinkt Steffi unten in der Infobox meinen Kanal. Und was einem vielleicht bei Nina besonders auffällt, ist natürlich ihr Nickname It All Started With Harry, was ja so viel bedeutet im Deutschen wie Alles begann mit Harry und mit Harry ist natürlich Harry Potter gemeint. Und ich finde diesen Titel, diesen Namen, diesen Nickname wirklich absolut treffend, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, wo ich mich vielleicht auch selbst tatsächlich ein bisschen mehr dazu zähle, wo man sagt, mit Harry Potter begann es, dass man auf Buchreihen gewartet hat, dass man fasziniert davon war, erst das Englische las, angestellt hat für das Deutsche. Und ich glaube, vorher gab es keinen Run auf irgendwelche Bücher, sondern das begann tatsächlich mit Harry Potter und war auch für mich so die erste Wahrnehmung von, hier gibt es Buchreihen, worauf es sich lohnt zu warten und ja, nicht immer erst zu warten, bis alle sozusagen beendet sind, sondern bei Harry Potter ist ja wahrscheinlich oder sind sehr viele vorher eingestiegen und da fand ich allein den Nickname schon grandios gewählt. Liebe Nina, hast du, also finde ich wirklich einmalig gut gemacht und ja, schaut einfach mal bei ihr vorbei und habt viel Spaß mit ihren Videos. Und last but not least ist mein fünfter Booktuber Geheimtipp und das ist die liebe Vicky vom Kanal Troll Muttis Bücherwelt. Ja, die liebe Vicky habe ich schon eine ganze Weile in der Abo-Liste, habe immer mal Videos geguckt. In letzter Zeit ist dann der Austausch über Kommentare auch ein bisschen mehr geworden und ich mag bei Vicky ihre sehr ruhige Art, ihre sehr
echte Art, wie ich finde, dass man spürt, sie verstellt sich da nicht, sie ist einfach so, und ihre Art, wie sie es einfach rüberbringt. Und ich mag hier wirklich etwas, das Zurückgenommenere, das Ruhigere, weil gerade wenn ich so ein Video dann einfach mal gegen Abend anschaue, da merke ich richtig, wie sie mich mitnimmt und mich entspannt, und ich mag solche Videos immer wieder gerne, weil ich persönlich eben auch jetzt nicht die Mensch bin sozusagen, und finde es dann einfach schön, wenn man so einen Ruhepool sozusagen in der Abo-Liste hat. Aber guckt euch selbst mal ihren Videoausschnitt an. Hi, ich bin Vicky. Auf meinem BookTube-Kanal und auf meinem Blog Trollmuttis Bücherwelt spreche ich gerne über mein absolutes Lieblingshobby, über Bücher. Bücher, die ich gelesen habe, die ich vorhabe zu lesen oder die mich sonst irgendwie beeindruckt, beeinflusst oder auch enttäuscht haben. Ich teile einfach ganz gerne meine Meinung mit euch und habe Spaß an diesem Austausch, der dadurch entsteht. Ich lese so ziemlich querbeet, alles, wonach mir in dem Moment, in dem ich zum Buch greife, gerade ist. Am liebsten Thriller und Krimis, also ein bisschen mehr Spannung und ja, darf es auch mal blutiger zugehen. Gerne auch Fantasy, ob Urban oder High Fantasy, ist mir eigentlich egal, Hauptsache die Geschichte ist gut. Zwischendurch auch mal Chicklit und in letzter Zeit auch sehr gerne Klassiker. Viele Hörbücher habe ich neu für mich entdeckt und genieße es sehr, so noch mehr Geschichten zu entdecken auf eine besondere Art und Weise. Mein Lieblingsautor, den kann man wahrscheinlich schon erahnen, wenn man so ein bisschen auf den Hintergrund achtet, ist Stephen King. Definitiv und mit Abstand. Und ja, auch mein Lieblingsbuch ist von ihm, beziehungsweise es ist eine Buchreihe, die für mich einfach etwas ganz, ganz Besonderes ist und die mich sehr stark beeinflusst, beeindruckt hat und auch mein Leseverhalten eigentlich immer noch prägt. Und zwar spreche ich natürlich von dem Dunklen Turm, hier stellvertretend der letzte Band der Reihe Der Turm. Diese Reihe ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn man etwas anderes, etwas Einzigartiges möchte, kann man da gerne zugreifen. Als kleine Leseempfehlung zwischendurch. Ja, meine sonstigen Hobbys, das wird schwierig. Einfach weil mir leider nicht viel Zeit dazu bleibt. Ich bin Mama von einem 4,5-jährigen Sohn, der gerne und viel Zeit beansprucht. Bin berufstätig. Mann und Haus, alles braucht ein bisschen Zeit, aber wenn ich Freizeit habe, dann mit Buch. So viel zu mir, jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn ich dich in meinem nächsten Video begrüßen könnte und du mir etwas in den Kommentaren da lässt. Ja, in diesem Sinne, bis bald! Auch wenn die liebe Vicky vielleicht einen etwas ungewöhnlicheren Buchgeschmack hat, wie ich zumindest finde, ist es nicht so richtig Mainstream, verdient sie es auf jeden Fall, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, mehr Kommentare zu bekommen, mehr Abos zu bekommen. Und ich finde einfach, liebe Menschen haben es verdient, eben auch liebe Menschen zu treffen. Und ich glaube einfach, dass ihr als meine Zuschauer, meine Abonnenten einfach dazugehört und hier dann eben auch wunderbares Feedback bei Vicky hinterlassen könnt und sie einfach bei ihrem Projekt BookTube, sage ich mal, mit unterstützt, mit dabei seid und dort auf jeden Fall auch wunderbare Bücher findet, die vielleicht auch einfach den Lesegeschmack ein bisschen erweitern und man so auf Bücher kommt, die man vielleicht sonst nicht gelesen hätte. So geht es mir zumindest auch immer mal bei Vicky, und ich das einfach besonders schön finde, wenn man eben auch mal seinen Horizont erweitert, über den Tellerrand schaut, und das gelingt mir immer wieder bei Videos von Vicky, wenn dann tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Buch auf meiner Wunschliste landet, wo ich denke, eigentlich hättest du es wahrscheinlich sonst nicht entdeckt, aber Vicky ist schuld sozusagen. Und das waren sie nun, meine 5 BookTuber-Geheimtipps. Ich glaube auf jeden Fall, dass es noch das ein oder andere Video von mir geben wird, wo ich euch einfach liebe Menschen weiterempfehle, weil ich finde einfach, das macht eben auch einfach YouTube, BookTube aus, dass man eben Perlen, die man entdeckt hat, eben auch einfach mit anderen Menschen teilt und so eben, ja, das Universum sozusagen jedes Einzelnen ein bisschen erweitert. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit allen 5. Klickt auf jeden Fall mal in die Infobox, guckt euch die Kanäle an, wer euch da angesprochen hat. Lasst da vielleicht auch gerne Grüße von mir da, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst.
damit ja, vielleicht wirklich so die Community einfach spürt, so geht ein Ruck durch unsere Community, durch unsere BookTube-Welt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr Tipps, Empfehlungen haben wollt, dann schreibt mir das natürlich auch gerne in die Kommentare oder gebt einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass ich da einfach für das nächste Mal wieder ein paar Perlen suche, weil es gibt da auf jeden Fall noch so ein paar, die es auf jeden Fall verdient hätten, ganz viel mehr Abos zu bekommen, mehr Zuschauer, mehr Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Danke auch allen 5 BookTubern, dass ihr dabei wart und euch die Zeit genommen habt für den kleinen Videoschnipsel sozusagen. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.